jetzt? Nee. Hallo meine Lieben zu meinem Favoritenvideo. Ich mache jetzt keinen Monat davor, weil wenn ich jetzt April schreibe, dann guckt sich jemand das nicht mehr im Juni an. In diesem Video habe ich alles selber bezahlt. Ja, Mama, du hast auch was zugegeben, ich weiß. Heute sitze ich mal nicht vor meinem IKEA-Regal. Ich saß noch nie vor meinem IKEA-Regal. Wohl, probieren wir das mal. Kann ich mich nicht mit anfreunden. Dann fangen wir mal an mit meinen Favoriten. Natürlich, damit ihr wisst, was für eine reiche Luxus-Bitch ich bin, zeige ich euch einfach diese Tasche. Ich möchte damit nicht angeben. Ich finde die super schön. Die ist von Louis Vuitton. Und ich will euch einfach nur damit zeigen, dass ich mir auch so etwas leisten kann. Und es soll auch nicht überheblich oder so wirken. Dann benutze ich voll gerne von Isana dieses Haaröl. Das kostet 3 Euro. Das ist auch eigentlich fast schon aufgebraucht. Also könnte ich gleich auch nochmal mit diesen Produkten ein Aufgebraucht-Video drehen. Geil. Und die Sachen könnte ich vielleicht dann auch nochmal in der Morgenroutine verwenden. YouTuber müsste man sein, ne? Die Sachen einfach überall hinstellen. Geil. So funktioniert Product Placement. Dann wollte ich meinen Monatsfavorit zeigen. Ach, das ist eigentlich schon ein Jahresfavorit. Ach, ein Jahrzehntfavorit. Ach, was erzähle ich da? Nutella esse ich unheimlich gerne. Einfach mal zwischendurch auch schön mit den Löffeln löffeln. Natürlich muss ich euch Markensachen zeigen, von denen ich gesponsert werde. Schön wäre es, wenn ich von Michael Kors gesponsert werden würde. Hier ist eine kleine Kosmetiktasche. Diese Tasche habe ich von meiner Freundin bekommen aus dem Urlaub. Ja, die ist leider nicht echt, aber naja. Das ist ein absoluter Favorit von mir, Thunfisch. Ich werde schon von manchen meiner Freunde Thunfischkatze liebevoll genannt. Nicht, weil ich nach Thunfisch untenrum rieche, sondern weil ich gerne Thunfisch esse. Ich rieche nur oben, damit das klar ist, nach Fisch und nicht untenrum. Dann war ich bei Lush, weil ich ja gegen Tierversuche bin und ich finde die Sachen einfach total schön. Ja, ich kann auch lauter reden. Das ist einmal das Bubblegum Lip Scrub, süß wie Zuckerwatte. Und das ist eben so ein Peeling und das trägt ihr dann auf eurem Mund auf. Und das könnt ihr danach auch ablecken, weil es aus Rohrzucker besteht und ist eben, schmeckt ein bisschen nach Kaugummi oder Zuckerwatte, wie es das schon sagt, was ja hier auch drauf steht. Das kostet um die 9 Euro. Dann benutze ich einmal die African Erde. Ja, die habe ich jetzt auch im Moment drauf. Das kostet ungefähr 5 Euro im Drogeriemarkt. Da ist sie nur Frittete drauf und was? Oh mein Gott. Ey Leute, ich sehe das jetzt erst. Und ich dachte mir schon so 5 Euro. 5 Euro lohnt es. Da ist ein Spiegel drin, ne? Oh mein Gott. Und ein Schwamm. Ey, ich benutze dieses Ding hier schon fast seit einem Monat und sehe jetzt erst, dass da ein Schwamm mit drin ist. Ist das geil. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Das hätte ich vorher wissen müssen. Denn es ist ein doppelter Favorit von mir. Dann muss ich natürlich nochmal unterstreichen, wie viel Geld ich mit meinem YouTube verdiene. Hier ist das Prada Parfüm. Das ist leider leer. Gehört eigentlich ins Aufgebraucht-Video. Aber auch ein Favorit von mir. Und warum muss ich eigentlich auch noch die Verpackung hinhalten? Damit ihr einfach seht, dass es das Originale ist, ne? Und das ist auch ein absoluter Favorit von mir. Wenn ich schon Michael Kors im Video hatte und Louis Vuitton, dann muss ich selbstverständlich auch Giorgio Armani drin haben. Diesen Duft kann ich einfach nur empfehlen. Da gibt es zwei. Also einmal das Eau de WC und das andere. Ich habe natürlich die teurere Variante genommen. Für ungefähr 60 Euro könnt ihr dieses erwerben. Dann auch seit Jahren schon ein absoluter Favorit von mir. Dieter von Thies, das Parfüm. Das bekommt man leider nicht mehr so in der Drogerie zu kaufen. Aber man kann das auch im Internet bestellen. Ich könnte euch jetzt auch nochmal ein paar Links in die Infobox packen. Mache ich aber nicht, weil ich davon nicht gesponsert worden bin, leider. Möpse! La la la! Yeah! Warum Möpse? Hier ist nur ein Mops drauf. Naja, okay, ich gehe. Naja, okay, ich gelte auch als Mops. Dieses Brillen-Advi finde ich einfach nur absolut geil. Für 3,50 Euro hatte ich das erworben bei Primark.
Genau. Dann habe ich von Yesa neue Binden ausprobiert und ich bin einfach so absolut begeistert von diesen Binden. Und bei mir ist es sowieso, ich mache die Flügel, ich hole die zwar immer mit Flügeln, aber bei mir ist es immer so, ich reiße die Flügel an der Seite ab. Und eigentlich bräuchte ich die auch gar nicht mit Flügeln zu kaufen, weil ich das immer so mache. Und ja, ich finde, die sind einfach total toll. Und auch für das Geld kann man das einfach mal mitnehmen. Also von jetzt, ich werde die jetzt auch nochmal einpacken, weil ich die natürlich nochmal benutzen werde. Dann mein Monatsfavorit, eigentlich schon mein Jahresfavorit. Man könnte auch nochmal ein Jahresfavoritenvideo machen. YouTube, die Marktlücke füllt sich. Und dann das Rexona Cut and Dry, das ist auch einfach sowas von geil, kann ich einfach nur empfehlen. Da muss man natürlich sehen, wie intellektuell ich bin und muss natürlich auch ein Buch mit reinpacken in mein Favoritenvideo. Das ist einmal das African Angel Buch, eine Biografie. Es handelt darüber, über die Frau, die ihren gut bezahlten Job aufgegeben hat, mit ihrem Mann zusammengekommen ist, geheiratet hat und Gewalt erfahren hat. Und sie dann angefangen hat, als Putzfrau zu arbeiten, 1000 Euro im Monat verdient hat, das zum Leben genommen hat. Und sie hat dann von den Leuten, die auf Toilette gegangen sind und 50 Cent auf den Teller gepackt haben, dieses immer genommen, hat es gespart und hat damit eine eigene Organisation gegründet und ist gemeinnützig unterwegs. Ist ein super tolles Buch, kann ich einfach nur empfehlen. Das kostet 20 Euro im Laden. Ich habe es bei Kick für 1 Euro bekommen. Denn das L'Oreal Elnett Haarspray mit Rosenduft. Das hat oben sogar ein bisschen Tiger. Ich finde es total süß, weil es auch total zu meiner Wohnung passt. Und mit dem Tiger. Und es kostet auch um die 4 Euro. Kann ich euch nur empfehlen. Kann man auch zwecks entfremden. Obwohl, das wird ein bisschen. Na, ob das reinpasst? Dann habe ich mich verliebt, meine Lieben, in diese Cremes. Die gibt es leider nirgendwo mehr zu kaufen. Es ist auch eine LE gewesen, soweit ich mitbekommen habe. Aber die gibt es noch zu kaufen. Aber die gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Und wenn ihr wisst, wo es diese Creme zu kaufen gibt, dann sagt mir das bitte. Die kann man noch kaufen. Die nicht mehr. Dann habe ich von L'Oreal einmal diesen Nagellack, der kostet um die 5 Euro, gekauft. Das ist in der Color Rich Pearl de Jade 602, also 602. Ich wiederhole es nochmal: 602. Ich habe Ihre Eingabe nicht verstanden. Bitte rufen Sie später noch einmal an. Also den kann ich einfach nur empfehlen, der ist schön. Dann habe ich Nagellackentferner. Da macht ihr einfach den Finger rein und 1,50 € bei Primark mitgenommen. Da sind eben so Schwämme drin und dann macht ihr da so rein. Ja, einige kennen diese Handbewegungen, das ist mir bewusst. Und dann geht der Nagellack eben ab. Kann ich einfach nur weiterempfehlen. Ist ein totaler Favorit von mir. Deswegen ist er auch in diesem Video mit enthalten. Und mein letzter Favorit, fall mir aus der Hand. Und mein letzter Favorit ist einmal diese Bürste. Die ist einfach super zum Durchkämmen. Und kriegt ihr von Maybelline. Das ist ja so eine Art nachgemachter Tangle-Teaser. Der kostet die Hälfte. Der kostet so 8 Euro oder 9 Euro. Den kriegt ihr in den Drogeriemarkt zu kaufen. Kann ich einfach nur weiterempfehlen. So, meine Lieben, das war's dann auch schon von meinem Favoritenvideo. Und werde ich nächsten Monat auch ein Favoritenvideo machen? Mal gucken. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Und dann eine kleine Info zum Schluss. Jetzt kommt den ganzen Monat, wie ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen habt, jeden Tag ein Video. Ach, wie schön. Tschüss.